an denen die DDR ihr internationales Renommee ganz besonders pflegt. Und zwar zur Frühjahrs- und zur Herbstmesse in Leipzig. Jedoch nicht nur die Superlative der größten Universalmesse der Welt haben den Autoren Peter Adler und seinen Kameramann Hans-Jörg Reinl interessiert. Mit ihrem Besuch im Schaufenster der Republik zeichnen sie Porträts von jenen Menschen, die hinter den Kulissen ihren Teil zum Messeerfolg beitragen. Sehen Sie nun den Film Leipziger Allerlei aus der Radio Bremen-Reihe Unter deutschen Dächern. Leipzig, Stadtmitte, die Humboldtstraße. Die Jahresmiete für eine Altbauwohnung kostet hier so viel wie eine Übernachtung in dem modernen Gebäude am Ende der Straße, in einem der 700 Betten des Interhotel Merkur. Reserviert in diesen Tagen für Messegäste. Devisenträchtig. Zurzeit ist gerade Stress. Wir haben jetzt alle an zu tun. Jetzt kommen die alle von Messehallen zurück und kehren jetzt ein, wollen hier Abendbrot essen. Anschließend wird dann wieder weiter Kongresse und so weiter gehalten. Also es ist allerhand los bei uns, Sie sehen ja selbst. Also es ist allerhand Betrieb. Messe macht Spaß. Messe wie jedes Jahr. Herbstmesse ist besonders stark. Aus dem einfachen Grunde, weil nun hier bei uns der Handel und Wandel immer weiter vorangetrieben wird. Und das freut uns sehr. Dadurch haben wir auch etwas zu tun mit unseren Gästen. Auch außerhalb der Messe. Wir müssen da trotzdem länger auf den Taxe warten. Vielleicht möchten Sie bitte, ich auf die Meinung eines ausländischen Gastes hören. Ich komme aus der Bundesrepublik und unsere geschäftlichen Beziehungen sind sehr, sehr angestiegen. Wir haben im Zeitraum von 82 bis 87 eine Steigerung um etwa 200% erfahren, welches beiden Ländern sehr zugute kommt. Guten Morgen Leipzig, guten Morgen. Schau, es lockt schon ein neuer Messetag. Schöne Stadt, du darfst heut wieder sorgen. Für den Handel in der Welt, für den Wandel in der Welt, für der Völker Brückenschlag. Die Herbstmessewoche 87. Nicht die Geschäfte, Bilanzen, Abschlüsse und Neuheiten interessieren uns. Auch nicht die Nachrichten vom gleichzeitigen Honecker-Besuch in der Bundesrepublik. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen werfen. Leute kennenlernen, auf der Messe und drumherum. Eine überraschende Drehgenehmigung der DDR-Behörden ließ uns hoffen. Das ist immer schön, wenn man einen Besuch hat. So muss ich jetzt sagen, wenn ich vielleicht nicht im Namen der Stadt, aber so im Namen von unserem Kollektiv sagen kann, ist immer nett. Und da sind ja auch viele bei uns, die zum Beispiel jetzt im Zeitraum der Messe direkt Messegäste haben, ja, weil ja die Hotelkapazitäten bei Weitem da nicht ausreichen. Da hat man ja auch Privatmessegäste. Und das ist immer nett, die hat man meistens über Jahre. Und wenn die dann kommen, die hören dann schon praktisch so, ne, wie zur Familie, kann man sagen. Ja. Mein Messebesuch, der kommt am Sonntag. Ne, und, ja. Woher kommt der? Der kommt aus Berlin. Aber ja, der kommt also nicht, kommt also praktisch aus der Hauptstadt. Ne? Ja. Der wohnt da innen wahrscheinlich billiger wie Merkur. Naja, aber der Luxus ist ja nicht bei mir so groß wie Merkur, ne? Muss man sagen. Ne? So viel kann ich also meinen Gast nicht bieten, wie Merkur geboten wird. Ne? Eine Bar. So eine Bar könnte ich zur Not noch aufmachen, aber wie gesagt, aber chinesisch essen oder japanisch essen, das kann ich nicht bieten. Ja. Internationale Messe in der DDR, das heißt auch 8 Tage lang ein Hauch von Marktwirtschaft. Im August bei der Recherche mussten wir noch auf Taxis warten. In der Messewoche werden an Besitzer viertüriger PKWs Sonderlizenzen ausgegeben. Jetzt müssen Taxen warten. Ein Fahrer seit 25 Jahren im Geschäft erzählt uns noch mehr. Also ich will mal sagen, die Messe für uns selber, das denken immer die Außenstehenden, dass sich da die Taxifahrer sanieren. Das ist eigentlich nicht so, weil wir in Leipzig sogenannte Zusatztaxen einsetzen. Und das gleicht sich nicht mit den Leuten, die jetzt mehr da sind wie üblich, gleicht sich das aus. Das wird sogar ein kleines bisschen negativer für uns. Das ist also jetzt für die Stammtaxifahrer eine Art von Konkurrenz, ne? Ja, eine Konkurrenz. Wir würden das in Spitzenzeiten alleine nicht schaffen.
Aber wenn die Leute untergebracht sind in der Messe, jetzt klappert die Lampe so, nicht das. Genau. Da denken die Leute, ja, mein Auto klappert. Ja. Da. Und in den Spitzenzeiten wird mir das nicht schaffen. Sonst sind die Taxis knapp. Und da werden sie lachen, dass wenn ich ihnen das sage, das ist eigentlich, wie das bei ihnen zu Hause ist, keine Wissenschaft. Ja? Bloß bei ihnen, da reguliert man das mit dem Preis. Sie haben also 3 Mark Grundgebühr in der Regel bei ihnen. Bei uns hat man 50 Pfennig. Und das sagt eigentlich schon alles, da muss man fahren, wenn man existent sein will. Sonst geht das gar nicht. Weil uns passt das auch nicht, wenn die Leute hier eine halbe Stunde am Bahnhof warten, bis eine Taxi kommt. Aber wenn wir das jetzt so organisieren würden, dass es umgedreht ist, dass wir warten, das ist genauso wie 20 Pfennig Straßenbahn. So, da würden wir uns das so organisieren, dass wir vielleicht in einem halben Jahr nicht mehr existent sind. Das klingt traurig, aber das ist so. Ist das schwierig als privater Taxifahrer? Nee, das ist nicht schwierig. Also schwierig, wir haben natürlich, ich habe ja gesagt, vom Tarif her und vom Ersatzteil, das geht auch. Wissen Sie, wenn man so in den Werkstätten langer Kunde ist, dann mag das alles noch einigermaßen schleichen. Die kennen uns und wir kennen die und das macht natürlich sehr viel aus. Aber ein bisschen Schwierigkeiten haben mit Neufahrzeugen. Da sieht es nicht so sehr gut aus. So. So. Ja. An Neufahrzeuge ist es schwer anzukommen. Ja. Bei Neufahrzeugen, da haben wir echte Probleme. Wie lange müssen Sie denn erwarten? Ja, wir warten nur 12 Jahre auf ein neues Auto. Ja? Da bestellt man immer mal einen auf die Frau und was weiß ich. Und da verkürzt sich die Zeit. Da machen wir kein Geheimnis draus. Das ist nicht immer so. Es ist 13 Uhr. Stimme der DDR. Die Nachrichten. Der Generalsekretär des Zentralkomitees der SED und Vorsitzender des Staatsrats der Deutschen Demokratischen Republik, Erich Honecker, reist morgen zu einem offiziellen Besuch in die Bundesrepublik Deutschland. Erich Honecker folgt einer Einladung des Bundeskanzlers der BRD, Helmut Kohl. Das ist eine Privatfirma, wir haben das nur fürs BMK gemacht. Also nur eine Woche, seit vorgestern Abend. Ist das ein großer Auftragsposten, die Messe? So ein Auftrag ist das erste Mal, dass wir den übernehmen. Wie kommt man denn da dran als Privatfirma? Nur weil es die Gala, ehrlich gesagt, nicht schafft. Leute, Technik fehlt hinten vorne. Gala ist was? Dorf- und Landschaftsgestaltung. Schnellstrom? Bitte? Ja. Lohnt sich denn sowas überhaupt? Ja, die rein, wollen Sie die Zahl hören? Ich meine, ich bin doch ganz ehrlich, die reine Pflanzleistung ist laut Projekt 20.000 Mark, aber mit der Erd und sowas geht das wohl ungefähr an die 50.000 Mark hoch dann. Und da verdient man dann noch was dran? Ja, kann man nicht so unbedingt sagen. Es ist immer gut für uns, dass der Wille zu sehen ist. Ne? Ja, ich meine, es macht doch Spaß. Wenn man das Zeug hat und vor allem gute Leute, die ein bisschen mit anpacken. Wir haben ja gestern Abend bis um 11 gearbeitet hier. Nicht nur gestern Abend, das geht schon seit vorige Woche Sonnabend so. Ne? Von früh 7 kann man sagen, bis abends 11. Und wie lange geht's denn heute noch? Bis wir die Beete fertig haben hier hinten. Naja, schätzungsweise bis um 11. Ne? Wir entscheiden selber, wann wir Feierabend machen. Das ist eben der Vorteil von einer privaten Firma hier. Wenn die Arbeit getan ist, ob das nur nach 5 Stunden ist oder nach 12 Stunden, das liegt in unserer Kraft, in unserem Ermessen. Kurz vor der Eröffnung. Am Stand der VEB Textima wird noch gebaut. VEB Textima, ein typisches DDR-Kürzel, meint volkseigener Betrieb Textilmaschinen. Wir suchen einen Aussteller, den wir während der Messezeit drehen dürfen und treffen den Werbeleiter. Er findet unser genehmigtes journalistisches Vorhaben, wie es offiziell heißt, feuilletonistisch. Aus seinem Mund klingt das wie unbedenklich. Mag sein, dass das gute Wetter an der Basis mit dem Klima des deutsch-deutschen Überbaus zu tun hat. Müssen wir bezahlen. Bitte. Wir haben schon das Scheckbuch mit, keine Bank. Ich tue kassieren, ja. Das sind Kabelabdeckungen hier, damit die Leute nicht rüberfallen. Textima baut Textilmaschinen, ein Vorzeigekombinat, konkurrenzfähig auf dem Weltmarkt. Als Laien lassen wir uns gern vom Konstrukteur beeindrucken.
war das jetzt schwierig, das Gerät bis zur Messe fertig zu bekommen? Selbstverständlich. Das ist immer ein Problem bei jeder Firma in der Welt. Bei uns auch. Das hat schon im Betrieb viel Hektik. Da muss da auch sehr, sehr lang gearbeitet werden. Nicht? Da war mit 8 Stunden nichts zu machen. Aber es hat sich gelohnt. 300 Strickreihen in der Minute. Und alles, was man in der Flachstrickerei machen kann, wer kann sowas anbieten? Also da haben wir hinten die Heike, die Ramona, ich bin die Grit. Wir haben zusammen in einer Klasse gelernt. Wir sind Lehrlinge des VfB Feinwäsche Limbach-Oberfrohna. Und wir haben eine Delegierung erhalten für unseren Betrieb, für die Leistungen, dass wir dieses Jahr hier zur Messe die hochmodernen Maschinen von VfB Textima vorführen dürfen. Wir fertigen hochmoderne T-Shirts für unsere Jugendmode. Es ist für uns Neuland durch die vielen hochmodernen Neuentwicklungen des Betriebes. Es sind viele elektronische und pneumatische Bauelemente zugekommen, die die Arbeit maßgebend erleichtern. Habt ihr euch gefreut, hier zu kommen? Ja, wir waren sehr aufgeregt am Anfang, aber wir haben uns schon gut eingelebt hier. Erzähl mal, was macht ihr denn in Leipzig so? Was habt ihr vor? Ja, wir abends wollen wir mal fortgehen nach der Arbeit, wenn wir hier alles erledigt haben und mal das Großstadtmilieu erleben. Und wir sind ja aus einer Kleinstadt los. Und wir wollen uns mal informieren, was hier noch so los ist abends. Eine Messenacht in der Orion Bar. Die Antwort der Hotelgaststätten Leipzig auf unsere Anfrage zum Thema Leipziger Nachtleben. Für Dreharbeiten in angesagten Discos oder in der attraktiven Femina Bar erhielten wir kein grünes Licht. Und Rotlichtbezirke? Für so etwas, so das Pressezentrum, gäbe es in der DDR keine soziale Basis. Internationaler Treffpunkt Leipzig. Ich möchte auch unseren internationalen Gästen einen Gruß entbieten. Zum Beispiel, good evening, ladies and gentlemen. I cordially welcome you in our house and wish a lot of fun and pleasure tonight. Bonsoir, madame, bonsoir, messieurs. Je vous invite très cordialement dans notre salle. Je vous souhaite une bonne et agréable soirée. Geschäftliche Kontakte zwischen Mann und Frau. Das läuft ja auch ab. Ja, als geschäftlich würde ich das nicht in dem Sinne bezeichnen. Es sind eben Damen da und es sind Männer da. Und wir gehen vielleicht zusammen raus. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ich hatte früher schwer gearbeitet. Ich habe 15 Jahre lang bei Sternburg Bier gefahren, war Bierfahrer, Kraftfahrer. Und dadurch, dass mir die Arbeit etwas schwer wurde, hatte ich mich um meine leichtere Arbeit gekümmert. Und das hat wohl hier dann auch geklappt. Geben die Gäste Ihnen eigentlich auch mal Trinkgeld? Ja, das kriegen wir, wenn wir uns dementsprechend den Gast geben immer. Und so ihn anständig bedient haben. Ja, wir können ja auch mal 2 oder 5 Mark Trinkgeld. Das geben wir ab, das kommt bei uns in eine Kasse. Und das wird dann aufgeteilt, wenn die Messe vorbei ist. Was wird denn damit auf gemacht? Das Kollektiv. Das wird in Valuta umgetauscht. Und dann kriegen wir die Führungschecks. Und damit gehen wir uns kaufen im Shop, in der Shop. Und das ist natürlich also, eine feine Sache. Das ist doch ein ganz guter Nebeneffekt. Das ist ein herrlicher Nebenverdienst. Das ist eine wunderbare Sache, wenn man hier schon an Sachen rankommt, die so man noch nicht zu kaufen bekommt, wie Goldwaren, Schmuck und so. Ne? Das ist natürlich eine feine Sache. Da freut sich die Frau. Da wird es bestimmt auch Kollegen geben, die sagen, ach, der hat sich ja ganz gut verbessert auch. Ne? Das hat es dir schon gegeben. Die haben mich schon richtig beneidet. Ja, jeder hat eben nicht das Glück. Glück muss man haben. Ja. Messestadtnotizen. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Stefanie, wir gehen in die Passagen. Denn draußen fängst gleich dichtig an zu draschen. Die Passagen haben eine eigene Atmosphäre. Oh, die sind schön, oh, die gefallen mir sehr. Also gehen wir auch mal in die Passagen, wir haben ja Zeit. Fragen wir mal Ernst Liebig, der mit dem OKW-Wagen in der Messehofpassage im Uhrenladen Station gemacht hat. Mein Großvater hat seine Uhr sein Leben lang getragen. Heute sind Uhrenmodeartikel. Wie viele neue Varianten bringt sie dann jährlich so heraus? Wir haben im Jahr etwa 180 neue Ausstattungsvarianten. Wir haben einmal den Partnerset, also eine gleiche Uhr für Sie und ihn. Wir haben auch den Schmuckset für junge Leute ganz besonders, wo wir mit dem gleichen Design das Zifferblatt und die Ohrringe beispielsweise gestalten. Und wir haben als drittes noch ein Set, der geht von der Armbanduhr über den Wecker bis zur Wohnraumuhr in einer Gestaltung. Wer das also möchte, kann sich da bei uns eindecken. Leipzig ist die Stadt der Straßenbahnen. Eine Stadtdurchquerung mit der Linie 12 dauert 43 Minuten. Vom Neubaugebiet im Westen durch die Innenstadt bis vors Messegelände. Den Rundgang der Partei- und Staatsführung am Vortag konnten wir getrost verschlafen. Denn Drehgenehmigung gab es nur für die Nachrichtenteams. Ich war zur Eröffnung der Messe auf Messegelände und ich hatte nur das Glück, dass ich dann unsere Regierungsführung sehen konnte. Also unserem Generalsekretär nicht, weil er ja sich vorbereitete auf die Reise nach der BRD. Und es ist immer stolz. Das ist ein glückliches Gefühl, wenn man mal die Genossen sieht vom Zentralbüro. Das hat mich verflügelt. Ziemlich interessant. Was ist da interessant dran? Wissen Sie, wenn ich jemanden persönlich sehen will, dann muss ich nach Berlin fahren. Ich brauche es nicht. Ich wohne in Leipzig und im Jahr 2 Mal kommen Sie hierher. Ja, was ist da? Man sieht Sie, aber man kann ja nicht mit Ihnen sprechen. Man muss nicht unbedingt mit Ihnen sprechen. Es ist schon für mich persönlich gesagt eine Freude. Ich kann mich da begeistern. Ich stehe hinter den Beschlüssen und das ist für mich schon was, bedeutet schon was. Leipzig ist die größte Universalmesse der Welt. 6.000 Aussteller, 500 aus der Bundesrepublik. 500.000 Einwohner zählt die Stadt, zur Messezeit genauso viele Gäste. Die Westfirmen klagen über Platzmangel, inoffiziell versteht sich. Und inoffiziell ist auch die Antwort. Nur was knapp ist, ist begehrt, lässt sich teuer verkaufen. Das Marketingmotto der Messeleitung. Was uns auffällt an den Ständen, keine Plastiktüten voller Prospekte, keine Reklame-Gags, die Ruhe ohne musikalische Dauerberieselung. Und der Andrang in den Messerestaurants. Ihr Angebot ist außergewöhnlich für DDR-Verhältnisse. Das sind ganz normale Kartoffelgröße mit Originalkartoffeln, nicht aus der Tüte. Wir machen die also jeden Tag frisch aus echten deutschen Kartoffeln. Also wir haben in der Warmküche 6 Gerichte, beispielsweise Rumpsteaks Rindberg, Filetgulasch Stroganoff, auch eine Erbsensuppe mit ein paar Gewürzchen, Wildgulasch mit Kartoffelklößen und Apfelringen und in der kalten Küche 6 verschiedene Gerichte. Insgesamt ungefähr 700 Essen gehen so am Tag raus, alleine in der Warmküche. Speziell zur Messe, Sie kommen ja in unserer Messe, sind die Waren an sich in einer sehr guten Qualität. Da können wir nicht drüber klagen. Allerdings außerhalb der Messe ist es ein bisschen dünner. Der hauptsächliche Engpass liegt bei uns im Frischgemüse. Da steht nur das zur Verfügung, was bei uns im Land wächst. Und das deckt eben nicht immer die Bedürfnisse der Bevölkerung. Das ist meine persönliche Meinung. Es gibt eben viel Kraut und internationale Importe sind eben für uns nicht zu haben. Der DDR. Rumpsteaks, zweimal. Es beginnt nun der offizielle Besuch des Generalsekretärs, des ZA der SED und Vorsitzenden des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik in der Bundesrepublik in Deutschland. Ein Ehrenquartier der Bundeswehr ist auf dem Rollfeld angetreten. Bundesminister Wolfgang Schäuble, Chef des Bundeskanzleramtes. Der DDR Blumen von Pionieren und eine herzliche Begrüßung auch durch Bürger der DDR. Ich bin schon zum dritten Mal zur Messe. Man bemüht sich eigentlich mal Leute zu schicken, die jetzt schon kennen, diesen ganzen Trubel, dass man nicht mehr neu einarbeiten muss. Alles. Ja. Man fährt eigentlich immer dann jedes Jahr 2 Mal zur Messe. Das ist mal so. Man schickt und man hat richtige Karteien und dann hat der war schon mal, den nehmen wir wieder auch, wenn man dann in Berlin da fehlt, ja, wie zum Beispiel jetzt. Bei uns ist es sehr dünn mit Arbeitskräften, aber die sind eben wichtiger, verstehe ich auch. Ja.
Leipzig ist sehr schön, die Innenstadt ist viel schöner als Berlin, finde ich, ja. Also ich fahre Janje, ja. Und war auch die ersten Tage in der Innenstadt, war im Kino gewesen, in den kleinen Studien Bars, war auch in der Pfeffermühle, in diesem Kamaré, ich habe eine Karte, die letzte Karte, die ihr kriegt. Muss sagen, ist wirklich sehr gut, also sehenswert auch für euch mal, wunderbar. Ja, also auch für jeden Berliner, ich muss sagen, die Dienste ist dagegen eigentlich nur, na, kein Kamaré mehr, sondern na, ein feuchter Aufwasch, muss ich mal sagen. Die Pfeffermühle ist richtig so scharf, dass man wirklich Angst hat, manchmal zu lachen. Ne? Aber ich habe trotzdem gelacht. Ihr Traumarbeitsplatz, wo wäre denn der? Mein Traumarbeitsplatz? Naja. Eine eigene kleine Gaststätte, aber die muss nicht kneipen, die muss auch richtig schnucklig sein. Ja? Und da kleine Speisenbar, ja? Und lukrativem Angebot. Ja? Nicht was Großes, keine Schulspeisung, ja? Was Eigenes, was Feines. Ja? Das wäre so meine Wunschvorstellung. Wo ich auch dann am Gast arbeite. Ja? Ich möchte nicht nur eine Küche machen, ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten. Ja? An den Speisen, was eigentlich da wäre schön, man kann mit Menschen reden, man kann auch mal einen extra Wunsch machen, wenn man möchte, ja, und der Gast das möchte, ja. Und sowas schwebt mir echt mal vor. Zurück auf dem Boden der real existierenden Gastronomie. Ein Abendessen im Thüringer Hof. Der älteste Gasthof in Leipzig. Schon Luther logierte hier. Danach Klopstock, Napoleon, Robert Schumann. Sie alle aßen hier wahrscheinlich besser. Jetzt ist die Speisekarte international. Nie fehlt das Ragoffin, die Oxtail Soup, der Geflügelcocktail Hawaii, das Steak au Four oder alles Trendberg. Und dazu das Radeberger. Zur Messezeit leider immer aus der Flasche. Ein Messetag bei Textima. Was wir nicht zeigen können, nicht zeigen dürfen. Geschäftsgespräch in den Kabinen, eine Totalaufnahme von der Hallengalerie. Kurzfristig geraten wir in den Verdacht, einen DDR-Minister beim Hallenrundgang gedreht zu haben. Ein Riesenwirbel. Wir zeigen unser Material, können unsere Unschuld beweisen, dürfen bleiben. Und dieser Arbeitsgang, den Sie hier an dem Futterteil machen, mit dem Umstechen, das Futter drauf, bis zur Ablage, wie lange dauert denn der? Da passen Sie auf. Wir haben folgende Maschinenleistung, die wir angeben. Ja. Und die ist praktisch bei Futterhosen mit Kniefutter 190 Teile pro Stunde und bei Hinterhosen 720 Teile pro Stunde. Das sind also ca. 12 Teile pro Minute bei Teilen ohne Futter. Ja. Das ist aber eine sehr hohe Leistung. Das war die jetzt für 6 Personen, ja? Ja. Jetzt ist hier für 5 Leute noch mal eine Platte wegen den Würstchen und das andere hier. Das also Würstchen haben wir noch keine. Nee, deswegen ja für 5 Leute eine Platte. Noch eine Platte. Also für 5 Personen noch eine mal eine Platte. Ist das so ein Ferienjob, den ihr hier macht? Ja, im Prinzip ja. Es gibt ja gar keine anderen Leute, die da jetzt Zeit hätten. Ja? Die meisten arbeiten und wir verdienen uns halt ein bisschen Geld. Und außerdem ist es eigentlich auch interessant. Ich meine, man kriegt sonst nie wieder die Möglichkeit, wenn man nicht irgendwie mal einen Beruf kriegt, irgendeine Firma, die auf der Messe ist, mal zu gucken, wie das auch hinter den Kulissen aussieht. Und das fand ich eigentlich schon mal interessant. Da hast du so einen Einblick bekommen. Ach, ich weiß nicht, ob das ein Einblick ist. Ich weiß jetzt, wie das aussieht, wie man Leute hier bedient und wie das ausschaut in der Küche und dass das manchmal ganz eng ist und dass das irgendwie trotzdem geht und dass Leute auch in der Woche erst viel Nerven beweisen können und sich da eben nicht anflaumen und ganz nett sind und so. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Habt ihr nicht noch was unternommen dann am Abend? Ja, zum Teil, ja. Schon. Muss man ja. Wir waren abends trotzdem auch noch weg. Auch wenn man ganz schön fertig war. Das Einzige ist halt, wenn man abends weggeht und so, die Preise sind eben zurzeit ziemlich hoch, ne? Aber sonst... Die Leipziger, die schwören ja auf ihre Stadt und die lassen da auch nichts drauf kommen. Aber ich glaube, ich möchte mal nie ein Großstadtmensch werden, weil das auf die Dauer irgendwie auch nervend ist. Und man lernt irgendwie, naja, ich gehe jetzt mal davon aus, wenn man irgendwie wohnt, ja. Und man lernt dann nie die Leute so gut kennen und irgendwie mal so ein Bauernhaus, ich bin da so ein richtiger Idealist. Aber das finde ich eigentlich viel schöner. Und dann jetzt so, wenn man jung ist und wenn man studiert, da ist das genau das Richtige. Und da macht das auch Spaß. Und da kann man das auch richtig ausnutzen und mal so richtig über die Stränge hauen und so zuschlagen. Das ist schön, aber so auf die Dauer, ich weiß nicht, da muss man wahrscheinlich auch ein richtiger Großstadtmensch sein.
Was sind denn eure Ziele, die ihr so erreichen wollt? Alles mehr so privat, jetzt nicht beruflich mehr so. Na, einfach, dass ich glücklich werde und eine schöne Familie mal habe oder so. Also, das ist mir erstmal das Wichtigste dann. Ja, mein Ziel ist eigentlich, später mal eine Gaststätte zu übernehmen. Und das ist mein Ziel und ich hoffe, dass ich das mal später durchsetzen kann oder schaffen kann. Na, im Prinzip, dass ich mein Leben so lebe, dass mir das gefällt. Und dass ich auch möglichst viele Dinge durchsetzen kann, die ich mag. Und dass ich das alles so machen kann, wie ich mir das vorstelle. Jedenfalls weitestgehend. Ob nun privat oder auf der Arbeit, das ist da ganz verschieden. Aber glaube ich nichts fürs Fernsehen. Eine Insel für Träume am anderen Ende der Stadt, die Leipziger Kleinmesse. In keinem offiziellen Messeführer wird sie erwähnt. Immer zeitgleich zur großen Schwester und doch wie aus einem anderen Zeitalter. Ein Refugium für Privatbetriebe. Ein Ziel für die kleinen Fluchten. Vor allem für Jugendliche. Sie können wieder mit zusteigen. Ja, bitte schön, steigen Sie wieder mit zu. Eine Tempofahrt wieder. Radio 9 ist noch frei. Wieder die weiße Trennlinie zurücktreten. Erinnerung an die Rummelplätze meiner Kindheit. Die Original-Walzerfahrt, Baujahr 52. Jetzt heißt sie moderner Tornado. Wie alles hier liebevoll gepflegt, mit Fantasie und handwerklichem Können intakt gehalten. Bleiben Sie hinter der weißen Linie zurück. Was uns hier so gefällt, auf diesem Rummelplatz, ja, ist es, dass es noch so viele alte Karussells, Schaugeschäfte gibt. Ja. So ist es. Also haben wir auch was Einmaliges. Ja. Gell? Nicht das Moderne ist immer das Absolute, das Alte kann auch schön sein. Wenn es, wie man sagt, in dem entsprechenden Rahmen gepflegt wird, sieht man eben, dass das Alte auch seine Attraktivität hat. Ja? Wäre natürlich schöner, wenn wir noch ein bisschen was Moderneres mit dazwischen kriegen mal. Ja, aber vielleicht kommt es noch. Ich möchte mal eins richtig stellen, weil Sie gerade gesagt haben, Rummelplatz. Also das ist ein Begriff, der von uns als Schausteller nicht so gern gehört wird. Für uns ist der Begriff Volksfest der Inbegriff unseres Festes, nicht Rummelplatz. Ich kämpfe mit allen Mitteln dagegen an, wer den Namen Rummelplatz gebraucht, wertet uns ab. Ja, das ist genau, wenn Sie, was weiß ich, zum Radrennfahrer Radfahrer sagen. Ja, da ist ein Radrennfahrer und so ist das bei uns. Ja. Um 20 Uhr müssen wir unsere Sachen packen. Um uns herum nervöse Staatsmacht. Skinheads haben Randale angesagt. Kein Thema fürs Westfernsehen und schon gar nicht für die Medien der DDR. Die Organe der Staatsmacht. Wir hörten in Leipzig jede Menge Witze über die Volkspolizei. Auf den Transitstrecken hatte ich bei meinen Kontakten zu den Organen allerdings selten Grund zum Lachen. Herr Leutnant, wenn Sie mich zur Basis haben, meiner Streife keine Vorkommnisse. Danke, Herr Obermeister. Legen Sie das Funkgerät ab, Mütze ab und nehmen Sie Platz. Danke. Gab es irgendwelche besonderen Feststellungen während der Streifentätigkeit? Wo Sie einschreiten müssen, Ordnungsmaßnahmen einleiten? Nein, irgendwelche Feststellungen diesbezüglicher Art gab es nicht. Die Sonderwache hier ist während der Messe eingerichtet als zeitweiliges Objekt der Volkspolizei. Da gibt es Diensthäumten und da gibt es Genossen, die hier raus die Aufgaben, polizeiliche Aufgaben erfüllen im Messegelände. Und ich führe diese Leute und bin verantwortlich für ihre Erfüllung der Aufgaben, die sie draußen zu lesen haben. Wie viele Leute führen Sie? Ja, wenn ich Ihnen jetzt eine Zahl sage, würde ich Ihnen nicht viel sagen, aber auf jeden Fall, es sind genug Kräfte, die ich habe im Bereich des Messegeländes, um jederzeit auf alles zu reagieren, was an Informationen ankommt, was polizeiliches Einschreiten notwendig macht.
sodass wir nicht in die Verlegenheit kommen könnten, irgendwie nicht derartige Vorkommnisse oder andere Sachen, Störungen, die auftreten, zu beseitigen, schnell und umfassend. Welche Eventualitäten? Ja, es kann sein, wie heute früh, eine Kuriosität, vor dem Westtor-Messegelände liefen plötzlich 8 Schafe. Es kam auch im Sender Leipzig kurz hinterher, ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben. Keiner wusste, wo sind die Schafe her, urplötzlich, die waren eben da vor dem Westtor. So, und der erste Anruf, der ging bei mir ein, also muss ich die ersten Maßnahmen einleiten. Das bedeutet prüfen, stimmt das, die Information, die gekommen ist. Und dann Absprache mit anderen Partnern, Tierklinik und so weiter, um schnellstens dort draußen die Ordnung wiederherzustellen. Ist auch gut gelungen. Ja. Ja, wie denn? Ganz kurz die Tierklinik angerufen, den amtierenden Direktor dort. Der hat eingeleitet, da kam ein Fahrzeug hin und da waren die Schafe fort. Ja. Es geht ja nicht an, dass die Volkspolizei die vielleicht transportiert oder was. Oder wie es im Sender Leipzig formuliert wurde, die Volkspolizei hat die Schafe in Gewahrsam genommen. Ja. Scherzhaft formuliert. Es passiert natürlich auch mal, dass ein angetrunkener Bürger hier in der Ecke sitzt oder rumliegt. Ja, da wird schnell und unproblematisch reagiert, dafür haben wir Fahrzeuge da. Ja, da lassen wir es gar nicht zu großen Auswirkungen und Störungen hier im Messegelände kommen. Wir gehen von der Devise aus, zur Messe sind sehr viele Fremde da. Und da kann man nicht, wenn jemand eine Sperrlinie überfährt, weil er sich verfahren hat, gleich straff durchziehen. Da ist in erster Linie die Hilfsbereitschaft angesagt, ja, um denjenigen in seine Richtung zu helfen, wohin möchte. Wir haben gehört, es gibt viele Witze über die Volkspolizei, auch hier überall. Kennen Sie da eigentlich einen? Ja, aber welchen erzählt man jetzt? Na, ich nicht. Keine Flache? Ich habe im Moment keine Flache. Nee, ich auch nicht. Moment. Im Jahre 1864, die Sie sehen hören können. Die ist 123 Jahre alt. Von den Drehorgeln, die bei uns noch Straßenmusik machen können, ist das die älteste, glücklicherweise aber nicht die schlechteste. Goethe lebte 3 Jahre in Leipzig. Danach schrieb er: Mein Leipzig lob ich mir. Es ist ein klein Paris und bildet seine Bürger. Das war vor über 200 Jahren. Und heute? Bitte sehr. Rechts sind die neuen Schulen gebaut worden. Vor ca. 10 Jahren wurde das Neubaugebiet erschlossen und es wohnen ca. 100.000 Einwohner hier. In Grünau? Hier in Miltitz und Grünau noch zusammen. Fast jeder 5. Leipziger wohnt in Grünau. Nicht nur der Straßenbahner ist stolz darauf. Er selber wohnt aber lieber in der Innenstadt. Dort verfällt die Altbausubstanz ganzer Stadtviertel. Ein sensibles Thema. Für jeden, mit dem wir darüber sprechen. Was uns aufgefallen ist, dass
ja. Die Altbausubstanz, wenn man jetzt hier rausfährt, ja. Überall, dass die Häuser alle schlecht aussehen. Ja, da könnte ich Ihnen was erzählen. Wir hatten selber so ein Haus. Und wir haben das dem Staat, das nennt sich übereignen. Weil sich das gar nicht mehr, das lässt sich gar nicht mehr erhalten. Wenn Sie selber so ein Haus haben und Sie haben vielleicht dort zwischen, wenn das 1900, was weiß ich, 2 gebaut worden ist oder so, das ist ja die Altbausubstanz. Und dann kriegen Sie vielleicht für eine Wohnung nach 35 Mark Miete. Na, was wollen Sie denn dann so ein Haus machen? Da könnten Sie zwar einen Kredit aufnehmen, aber den Kredit, die Schulden, die würden Ihre Kinder erben, weil sie gar nicht in der Lage sind, das von den Hauseinnahmen wieder zurückzuzahlen. Aber da müsste doch mal was gemacht werden. Also natürlich müsste da was gemacht werden, das gefällt mir auch nicht. Wenn ich manchmal hier so eine Stadtrundfahrt mache, da ist es ja wirklich so, dass man sich schön schämt. Da sucht man sich schön Straßen raus, die einigermaßen angenehm sind. Ich warte auf meinen Auftritt. Hier im Hotel? Hier in dem Hotel, ja, zu dem Empfang. Aber da kommen noch einige, nicht alleine. Machen Sie das immer hier während der Messe? Ja, das machen wir immer während der Messe, so nebenbei. Wir sind am Theater und machen das so nebenbei dann. Welche Art von Musik machen Sie denn da? Unterhaltungsmusik zum Essen. Ja. Was denn da so? Was spielt man denn hier? Ja, mein Gott. Alles, was Sie mögen, alle weißes Rössel, Querschnitt durch das weiße Rössel, Operettenmelodien oder was Sie eben zur Unterhaltung anbietet. Das kommt ganz drauf an. Keine Klassik auf jeden Fall nicht. Das ist das, was Sie normalerweise aber machen. Was wir normalerweise machen, genau. Und richten Sie sich so nach der Stimmung oder ja, dem Anlass? Auf jeden Fall, ja. Ja, ist der Anlass sehr heiter, nur dann machen wir es auch so. Dann werden wir heiter und ist es eben sehr besinnlich und dann spielen wir besinnliche Sachen. Ist heute Abend angesagt, heiter oder besinnlich? Das sieht man erst, wenn man reinkommt. Also das kann man jetzt noch nicht sagen. Das sieht man dann, wenn man reinkommt und sagt, aha. Empfang des Leipziger Messeamts und der Kammer für Außenhandel der DDR. Ein gesellschaftlicher Höhepunkt am Abend des 4. Messetags. Verantwortlich für das Buffet und den Service sind die Schüler der Gastronomischen Fachschule Leipzig. Wir sind eingeladen, dürfen den stellvertretenden Generaldirektor des Messeamts bei der Pflege internationaler Kontakte begleiten. Was nun entschieden wird, braucht man ab. Aber ich bleibe bei meiner Meinung. Das ist der Herbst. Ich bin also Handelsrat, ja. Schlüchterweiter, schön auf dem Seite in Leipzig. Ja, können Sie zufrieden sein? Ja, wir sind zufrieden. Es gibt ja immer wieder Anfragen bei mir, wie es die Bank für Gemeinwirtschaft geschafft hat, an so einem attraktiven Standort so viel Publikum aufzunehmen. Darüber schweigen wir. Und welche Eindrücke haben Sie bis jetzt sammeln können? Hier in Fashion of your stay hier in Leipzig. Impressed. Sehr beeindruckt. Wir möchten dann uns unterhalten, welche Möglichkeiten es gibt, noch mehr Kunden aus den USA zu bekommen und vornehmlich auch die Frage zu erörtern, ob sich Florida stärker vielleicht im nächsten Jahr direkt an der Leipziger Messe beteiligen kann. Das freut mich, dass wir schon so weit gediehen sind. Geht Sie ja nicht selber gerne auf solche Empfänge? Das wäre fast eine Frage an meine Füße. Naja, wissen Sie, ich betreibe eigentlich mein Geschäft, so sollte es ja meistens sein, auch wie ein Hobby. Ich mache die Messe gern und dann gehört das natürlich dazu. Während dieser Messe wird der Nachtschlaf etwas gekürzt. Mancher Abend, da geht es um 18 Uhr los, 19 Uhr der nächste Empfang, 20, 30 fangen noch manchmal Empfänge an. Da muss man überall mal eine halbe Stunde hin. Muss, aber geht auch wiederum gerne, weil sind eben alles sehr nützliche und wichtige Kontakte. Und das macht vielleicht dann auch den Bekanntheitsgrad, dass man dann nicht heute hier sich irgendwo in der Ecke stellen muss und hofft, dass man mal einen Freund wieder trifft. Wann ist denn Feierabend für Sie heute Abend? Naja, das ist laut Protokoll, wenn der Chef gegangen ist. Am Donnerstagmorgen geht es vor allem für die DDR-Aussteller ums Prestige. Überall auf der Messe laufen jetzt die Siegerehrungen im Wettbewerb um das Messegold. Auch im traditionsreichen Ringmessehaus in der Innenstadt. Ein Publikumsmagnet übrigens, denn hier werden Textilwaren und Mode präsentiert.
Verehrte Genossen, Minister, verehrte Genossen des Betriebes VEB Planer Spitzen, zum 50. Mal führen wir den Wettbewerb um die Goldmedaille der Leipziger Messe durch. Im Namen des Präsidenten des ASMW und des Generaldirektors des Leipziger Messeamtes möchten wir Ihnen die besten Glückwünsche dazu überbringen und Ihnen das Diplom und die Goldmedaille für die fensterfertig konfektionierte Spitzengardine mit musterlich abgestimmten Stickereispitzen und Glanzeffekten hier übergeben und Ihrem Kollektiv auch für die Zukunft weiter solche guten Ideen und hervorragenden Leistungen wünschen. Recht herzlichen Dank. Das eine von unserem Amt. Herzlichen Glückwunsch. Alles, alles Gute. Ich danke ganz herzlich, Genosse, amtierender Vizepräsident. Unsere Kampfposition lautet, gemäß den Beschlüssen unserer Partei Bestleistungen auf allen Gebieten unserer Arbeit zu erreichen. Und ich danke sehr herzlich für die ehrenvolle Aufzeichnung und verspreche im Namen der Kollektive des VEB Plauner Spitze, dass wir unsere ganze Kraft für die Realisierung der uns übertragenen Aufgaben einsetzen werden. Herzlichen Dank dafür. Wir bedanken uns. Heute ist die Vorstellung für das Leipziger Messeamt als Gala-Vorstellung. Das sind also Leute, die auf der Messe ausgezeichnet werden mit der Goldmedaille für ihre Produkte. Und als Anerkennung bekommen sie vom Messeamt dann hier eine Einladung. Aber die Arbeit ist heute die gleiche wie an jedem Tag? Ist die gleiche wie an jedem Tag. Das ist jeden Tag das Gleiche. Es wäre vielleicht von Vorteil, wenn die Leute trotzdem mal sehen würden. Es umgekehrt wäre, die Leute könnten zuschauen und wüssten, was eigentlich hier geleistet werden muss. Das ist ja keine Arbeit, wo geschludert werden kann. An jedem Bau, der hier steht und alles, was hier hängt, hängt ja Menschenleben. Und eben das alte Sprichwort Kulissenfieber, das ist Humbug. Ich betrachte das als Humbug. Sind Sie hier mit dem Opernhaus schon mal rumgekommen, auch verreist? Ja, wir waren im Februar, März auf Sizilien in Messina. Das sind die Annehmlichkeiten für die Leute. Das ist auch das sicher, was hier die Leute hält, also den Stamm hält. Dass man mal was sieht, dass man mal rauskommt. Am Stand des VEB Textilkommerz. Eine wichtige Kundin kommt. Die Chefin eines bundesdeutschen Versandhauses. Auf die Mannequins der Ausstellermodenschau im Ringmessehaus wartet schon der vierte Durchlauf des Tages. Für die DDR-Designer, die hier ausschließlich eigene Entwürfe anbieten, geht es auch ums Renommee. Für die Textilkombinate um einen großen Exportauftrag. Das ist alles Export her, wird von uns angeboten für die Kundenexport. Ja. Hoffentlich recht erfolgreich. Man sieht eben, was aktuell ist. Man kann sich auch eigene Ideen mitnehmen, auch wenn man es nicht immer kriegt, was man hier so sieht. Ja, schöne Sache. Seht ihr das? Ja, wir sehen hervorragend. Sollen wir uns kleiner machen? Nein, nein, das ist nicht nötig. Von den Mannequins bis zu den letzten Dingen. Jede Gruppe war mindestens zwei, drei Sachen drin, die wir verkaufen. Aber ihr müsst liefern können. Ja, das ist selbstverständlich. Zur richtigen Zeit. Und nachliefern.
Wenn es dann gut läuft, zur richtigen Zeit, du hier noch ein Stück von der Schelle. Was kann man denn verdienen als Bahnmäkler? Oder was? Naja, das ist eben verschieden, weil man ja kein festes Einkommen hat. Ist Freiberuf. Das, ja. Das so im Schnitt. Man, helfen wir mal. Fünf und zehn Mark so im Monat. Das ist verschieden, wirklich so verschieden. Mal so, mal so. Es lebt sich sehr gut. Ja, was schaut denn beispielsweise hier auf der Messe für euch raus? Ja, nicht viel, weil wir sehr viel ausgeben, sehr viel einkaufen, weil das Angebot gut ist zur Messe hier. Da bleibt nicht so viel übrig. Wir sind ein gutes Kollektiv und wir sind immer bereit, wenn die Firma kommt und sagt, Textima und Berlin hier, ob wir uns bereit erklären. Und wir sind immer da, wenn es heißt, die Messe geht an. Ja? Also wir sind am längsten dabei. Ihr zwei Kollegen? Ja, ich, 12 Jahre bin ich nur schon dabei. Ne? Ich bin 3 Jahre dabei. Ich bin zwar deine Tochter, aber naja, was soll's, ne? Mutter und Tochter? Jawohl. Ja. So lange, wie ich es noch schaffen kann, mache ich es gerne. Ne? Also manchmal wird es ein bisschen viel, die Hektik, aber wir schaffen es wieder. Was machen Sie denn sonst? Wenn Sie jetzt nicht hier sind. Naja, Hausfrau. Hausfrau und Rentner. Und die Kollegin? Tja, ich arbeite für Textima, indem ich sämtliche Schalter und Knöpfe auch herstelle. Alles wird mit Hand produziert. Das ist VEB Robotron, wo ich arbeite. Und jetzt auf der Messe habe ich entdeckt an den Maschinen, dass die ganzen Gerätschaften, die ich eben herstelle und produziere, dass die überall eingebaut sind. Schaltknöpfe, Tastvorrichtungen, Glühbirnen, alles Mögliche ist eben auf der technischen Messe wieder vorhanden, was ich eben sonst privat mache. Ja. Und ich arbeite sonst nur die eine Woche zur Messe hier, ansonsten muss ich ja dann in meinem Beruf tätig sein. Ich muss Urlaub nehmen, damit ich eben die Messewoche hier mit durchziehen kann. Aber ich mache es gerne. Mir macht es viel Spaß hier, wirklich. Manchmal, wenn Feierabend ist, alles ist vorbei. Man hat doch ein bisschen mit dem Abschied zu kämpfen dann. Und man sagt sich, oh Gott, eine ganze Woche muss man es durchstehen. Aber die Tage gehen so schnell weg. Dann heißt es wieder Abschied nehmen und wieder ein ganzes Jahr warten, bis man wieder neu da ist. Aber man freut sich immer wieder drauf. Leipzig am Sonntag nach der Messe. Die Stadt wirkt wie ausgestorben. Ihre Bewohner scheinen sich heute kollektiv auszuruhen. Als Fernsehteam wirken wir etwas verloren in den leeren Straßen. Die Speisekarten vor den Restaurants verkünden bereits wieder Normalpreise. Aber heute bleiben sie geschlossen. Die Angestellten feiern ihr Messefest. Und noch etwas. Die Lizenzen der privaten Messetaxis sind ausgelaufen. Die Leipziger können jetzt wieder aufs Taxi warten. Die Zeit der kleinen Marktwirtschaft ist zu Ende.